Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, wir beginnen die neue Woche mit einem altbekannten Thema, Lithium-Batterien. Da haben wir ja seit ca. knapp 3 Jahren das Forster-System im Programm, Forster-Lithium-Batterien. Und ja, man überprüft ja schon mal das eigene Material. Wie kommt man klar damit? Wie verkauft sich das? Hast du Rückläufer? Gibt es da Probleme? Ja, wird das gehalten, was versprochen wird und so weiter? Das beschäftigt mich natürlich jetzt umso mehr als früher. Früher war ich immer Mädchen für alles. Heute bin ich ja für solche Dinge zuständig, nicht nur hier für solche Videos, um mal zu zeigen, was wir so drauf haben bei GNS Bettburg, GNS Grimma und GNS Bockhorn, sondern auch Qualitätsmanagement. Ja, was wäre in der Praxis, ja, das fehlt mir hier und da auf diesen YouTube-Kanälen, aber gut, das ist halt meine persönliche Meinung. Jetzt habe ich hier in Spanien auf meiner Reise hierhin und auch am jetzigen Standort habe ich einen getroffen, der das System jetzt 3 Jahre drin hat. Der hat das von Anfang an drin, steht autark und ist wie am ersten Tag begeistert. Keine Probleme oder der merkt, die Leistung wird weniger. Im Prinzip, wie man das von einer Lithium-Batterie erwarten kann, und so verspricht das ja auch die Werbung. Ja, viele reden ja von 10 Jahre Lebensdauer und eine 10 Jahre Lebensdauer, da reden wir ja auch von. Ja, das kann man bei uns auf der Homepage auch nachlesen. Wenn ich sage 10 Jahre, meine ich ja nicht 7 oder 6 oder 5. Ja, so, deswegen haben wir auch 5 Jahre Garantie. Die Forster Lithium-Batterie für meine GNS-Partner haben alle 5 Jahre Garantie, egal welche. Ob wir die kleine 100 Amperestunden Version nehmen für den T6 zum Beispiel, für unser Sitz haben wir ja eine extra kleine Batterie, die aber auch alles kann, was die große auch kann. Da komme ich jetzt gleich noch zu. Dann haben wir die größte Batterie, die Untersitzvariante mit 300 Amperestunden. Die haben wir jetzt auch im Programm. Das ist ja bei anderen Herstellern auch so. Technischen Fortschritte, die hat ja nicht einer alleine, sondern das wird ja geteilt im Prinzip. Also viele behaupten natürlich jetzt neu bei uns, das ist halt Marketing, alles gut. Das machen wir ja auch so. Ne? Also da ist ja nichts gegen zu sagen. Also 300 Amperestunden unserer Sitzvariante mit dem bewährten 2.0 BMS und natürlich 200 Ampere Dauerentnahmestrom. Das haben wir übrigens für alle unsere Batterien, auch für die 200er, die 280er, die 100 Amperestunden, sogar die kleine T6-Batterie hat einen Dauerentnahmestrom von 200 Ampere. Ja, das solltet ihr mal vergleichen. Das ist im Prinzip für die Forster-Batterien schon einzigartig. Da habe ich auch immer drauf gestanden und auch immer drauf gepocht, weil ich der Meinung bin, wenn jemand sagt, ich möchte gerne einen Wechselrichter in meinem Wohnmobil haben und ich habe eine große Kaffeemaschine, einen Vollautomat, so wie wir das hier haben. So, und ich habe eine Batterie, die eine 150 Ampere Entnahme, also das, was ich im Moment aus der Batterie herausziehe, kann, dann verabschiedet sich diese Batterie, ja, und da habe ich auch mal ein bisschen Augenmerk drauf gelegt, dass ich auf meiner Reise, die ja mit den praktischen Dingen zu tun hat. Ich habe ja jeden Tag habe ich ja praktische Camper um mich herum, die mir, wenn ich die danach frage und auch freiwillig, und die kommen auch hier auf Platz gelaufen und erzählen mir ihre Geschichten, weil ich das ja auch aufrufe in meinen Videos. Sag, komm, erzähl mir deine Geschichte. Ja, das ist ja nicht, weil ich jetzt einen bestimmten Hersteller damit ärgern möchte, sondern wenn er es verdient hat, müssen wir den ärgern, das ist ja klar. Aber man sieht und weiß, was funktioniert und was funktioniert nicht. Auch das habe ich mir in den letzten 30 Jahren erarbeitet. Und das ist, wie es ist, das kannst du nicht ändern. Ja, das hatte Peter genauso drauf. Ja, mein Peter ist ja verstorben letzte Woche. Und da wollte ich euch nochmal danken für die ganzen Kommentare und Beileidswünsche und das hat er sich auch verdient, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber das war auch so eine, einer hat geschrieben, eine Ikone, ja. Ja, das ist so, ja, so Leute, die sterben dann weg und keiner übernimmt das Wissen oder hat zumindest irgendwie, ja, wie soll ich sagen, macht das weiter. Ich habe viel von dem Mann gelernt, was man
praktisch da noch dazu lernen kann. Ja, auch ein Meister lernt nie aus. Ja, man sagt immer, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Damit meint man natürlich auch die Anfänge einer Fortbildung. Aber ist ja nicht so tragisch. Diese Lithium-Geschichte, die war dann irgendwann auch neu. Vor, weiß nicht, 5, 6 Jahren war das oder noch länger. Und ich finde, wir haben uns für den richtigen Weg entschieden. Wir haben Premium-Batterien im Programm, die ich hier und da nicht mehr bewerbe. Das hat auch seinen Grund. Ja, aber trotzdem haben wir den Super-B noch im Programm. Das ist, wer das haben will, der kann das haben. Ja, ich fahre schon 3,5 Jahre damit rum. Die sind auch noch 100% Level. Und ja, aber unser Haupt-Premium-System ist halt die Frostop-Batterie, weil die halt alles kann. Ja, wenn ich jetzt, ich war eben bei der Kaffeemaschine, wenn ich dir jetzt eine 150 Ampere Entnahmestrom-Batterie dahinsetze und ich mache den Kaffeeautomat an, dann schaltet die sich schon weg. Dann steigt die schon aus, weil die nur 150 kann. Je nachdem, was ich da für einen Kaffeeautomat habe, wie viel Strom der verbraucht, ist bei 150 Ampere Schluss. Da wäre mir die Grenze zu nah erreicht. Deswegen habe ich mich für das Forster-System entschieden, der kann 200, also mit einer einzigen Batterie. Ich habe das immer gesagt, das wird von vielen Leuten als Blödsinn bezeichnet. Und dann frage ich mich natürlich, warum haben die anderen 150 und wir haben wir 200? Ja, das ist natürlich dann die Gegenfrage. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, das bin ich auch schon seit Jahren gewohnt. Das juckt mich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir bieten euch Batterien an, die können 200 Ampere. Entnahmestrom, guckt auf das Datenblatt. Ja, für jede Batterie gibt es so ein DIN A4 Datenblatt. Kannst du dir schicken lassen, ausdrucken lassen, anfordern, auch von uns, na selbstverständlich. Und dann steht da irgendwo, steht da Dauerentnahmestrom. Wenn ich zum Beispiel die neue Victron 300 Amperestunden Batterie sehe, die haben wir auch im Programm, wir haben das komplette Victron-Programm, ja, die hat eine Dauerentnahme auf dem Datenblatt lesbar von 600 Ampere. Das ist also eine ganz andere Qualitätsstufe. Ja, das hat mit der Zelle zu tun, die in diesem System verbaut ist, also die in der Batterie arbeitet, ja, und die sieht man ja von draußen nicht. Von draußen siehst du immer nur schwarze Kästen, orangene Kästen, blaue Kästen, ja, karierte Kästen, keine Ahnung, weiß nicht, aber du siehst nie, was drin ist. Und das ist das eigentliche Problem, finde ich. Man hüpft so eine Batterie auf, macht einen tollen Aufkleber drauf, aber ich kann nicht reingucken. So, und deswegen gibt es Datenblätter, Leute. Guckt euch die Datenblätter an. Wenn da Werte draufstehen, die für euch nicht geeignet sind, ja, da bietet man auch gerne zwei Batterien an. Auch das wird immer wieder gemacht, um dem aus dem Weg zu gehen. Ne? Dann habe ich ja nicht 150, sondern 300 Ampere, da merkst du das nicht mehr. Da muss aber zwei kaufen, das ist der Grund dafür. Brauchen wir bei dem Forster-System nicht. Wenn du bei uns eine 200 Ampere-Stunden Batterie kaufst zum Beispiel, kannst du die da reinstellen, damit kannst du alles betreiben. Ne? Die meisten haben 2 kW Wechselrichter. Ne? Wir sprechen mal über die 3,5, 4,5, 5,5 Tonnen Autos. Ja, da ist das sowieso klar. Ich habe wenige getroffen, die über 2000 Watt Wechselrichter im Betrieb haben. Wofür auch? Ja, es gibt große Autos hier mit Staubsaugersysteme, die haben schon mal 3000 Watt oder 5000, ich bin natürlich auch klar, das ist überhaupt kein Thema. Aber ich behaupte, und da bleibe ich auch bei, und das haben auch die letzten Jahre gezeigt, die Qualität einer Lithiumbatterie ist nicht gleichzusetzen mit jeder anderen Lithiumbatterie. Das ist einfach so. Kannst du auch ganz schön in die Kacke greifen. Ja, wie gesagt, auf dem Weg hierher habe ich mit vielen Leuten gesprochen, habe das gesehen. Habe auch namhafte Systeme gesehen. Die steigen aus, die schalten sich ab. Die Solarleistung zu klein, also viele Anlagen falsch ausgelegt oder zu klein ausgelegt oder eben halt nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wo dran liegt. Habe ich hier und da auch gezeigt. Ganz schlimme Situation. Ja, wenn du auf einem Campingplatz stehst, wo 200 Autos stehen, kriegst du einen Anfall, wenn du das siehst. Wie viele Leute am Strom stehen, die vorher 6, 7, 8.000 Euro ausgegeben haben. Und wenn ihr ehrlich seid und euch angesprochen fühlt, meldet euch bei mir und dann diskutieren wir das mal aus und gucken mal, wo das dran liegt. Denn die Leute, die auf meiner Reise das gemacht haben, haben mich gebeten, zu ihnen zu kommen und mal durchzumessen, auch was Wechselrichter angeht. Ja, nicht nur Lithiumbatterien. Das ändert ja nicht meine Lithiumbatterie. Wieso kriege ich keinen Strom auf meinen Steckdosen, wenn ich draußen den Stecker anstecke? So, wieso hat er dann, wenn er Außenstrom hat, 230 Volt, wieso hat er dann keinen Strom auf seinen Steckdosen? Ja, weil der Hirni, der das angebracht hat, dieser Wechselrichter, die ganzen Steckdosen abgebaut hat, hat die in einen Verteiler gelegt, auf eine Schiene und hat da einen Stecker dran gemacht und hat die in den Wechselrichter gesteckt und hat dem Mann da das Netz Vorrangschaltung verkauft.
Das kann man natürlich machen, ja, muss man aber nicht. Bei uns gibt es so ein Spielchen nicht, Leute. Netzvorschaltung funktioniert so, wie die sein muss, mit einem speziellen FI-Schalter dahinter noch. Das ist ja klar, wir haben den davor, wir haben den dahinter, so wie das sein muss. Ja, und irgendwelche Steckdosen zusammenlegen in irgendeinem Kasten und ihn dann in den Wechselrichter stecken. Dann hast du Außenstrom, dann musst du trotzdem den Wechselrichter anhaben, damit der das Ladegerät anschaltet oder das Ladegerät lädt die Batterie und der Wechselrichter nimmt dann den Strom, der das Ladegerät in die Batterie geladen hat. Ja, das kann man natürlich so kompliziert machen. Funktionieren tut das auch. Ja, aber wo ist der Sinn, ja, wenn ich ein System bestelle mit einer Netzvorrangschaltung? Also das ist nur ein kleines Beispiel. Wir waren ja Batterien. Ich stelle euch jetzt nochmal das Forster-System vor. Ich finde, die Aufstellung kann sich sehen lassen. Auch das Werk, ich war ja bei Forster in der Firma. Wir kennen uns persönlich, der Norbert und ich. Wir sind per Du, wir kennen uns jetzt lange genug. Ich war ja mit auch auf der Messe in Düsseldorf am Caravan-Salon. Da hatten wir auch einen riesengroßen Erfolg, weil er einfach mitdenkt, der Typ. Der hat nicht nur Ahnung von Qualität, ja, hat auch den Zugriff auf den chinesischen Markt. Der kennt die Leute. Der kennt die Leute schon 25 Jahre. Und zwar nicht erst seitdem der Lithium-Batterien macht, sondern auch aus einem vorherigen Leben. So wie das bei mir auch war. Und das trägt natürlich enorm dazu bei, dass du Zugriff auf Qualität hast. Ja, wenn er vorher weiß, was du tust und das nicht am Kunden ausprobieren muss. Ja, das ist immer wichtig. Das siehst du immer wieder, wie viele Versuchskaninchen da draußen rumfahren. Ja, aber da will ich mich jetzt auch wieder nicht zu weit zum Fenster lehnen, sonst quatsch ich mich wieder in Ekstase. Das wollen wir ja nicht. Also, die Produkte von Forster, die uns für Wohnmobile interessieren, die zeige ich euch jetzt nochmal. Lass auch nochmal durchlaufen. Vielleicht finde ich auch die Videodatei noch, wo ich mit der klitzekleinen 100 Amperestunden Batterie für den T6 in meinem Büro über einen Wechselrichter einen Thermomix habe laufen lassen und habe uns dann ein kleines Gericht gekocht, beziehungsweise Anja. Ups. Anja hat uns ein kleines Gericht gekocht, Kaffeemaschinen, Vollautomaten. Ja, der Hilti ist wieder mal gelaufen, der Steinhammer ist wieder mal gelaufen. So, ich versuche diese Datei noch mal zu finden. Ansonsten haben wir für kleine Wohnmobile und große Wohnmobile alle Lithiumbatterien. Ja, wir haben letztens noch ein großes Concorde-Fahrzeug mit 240 Amperestunden Batterien bestückt. Also in der viereckigen Form mit Tragegriff, nicht jetzt für die Untersitzvariante. 240 Amperestunden mit 2.0 BMS und 200 Ampere Dauerentnahmestrom. So, da haben wir drei Stück reingesetzt. Und dann sind das natürlich 600 Ampere Dauerentnahme, die du da rausziehen kannst. Das ist ein enormer Stromwert. Ja, und dann kommen natürlich immer wieder die Fragen, ja, weil, ja, könnt ihr denn auch die Geräte einstellen? Leute, das ist natürlich obligatorisch und inklusive bei GNS Bettbusch, GNS Grimma und GNS Bockhorn. Ja, natürlich programmieren wir Mass-Kombi von Mastervolt um, ja, auf das neue System. Eine Kennlinieneinstellung ist ja logisch. Genau, ich kann ja nicht jetzt hingehen, ich sag mal, eine denkbar ungünstige Kennlinie ist, wenn du Gelbatterien im Auto hast. Das ist die denkbar ungünstige Kennlinie für ein Lithiumsystem. Ja, dann muss ich ja den Mass-Kombi, den muss ich natürlich mit einem USB-Interface und über einen Windows-Rechner mit der dazu zuständigen Software, muss ich das Ding umprogrammieren, das ist doch klar. Ja, weiß ich, warum da immer wieder so ein Wind hier mal, oder überhaupt die Frage, das ist ja reine Verunsicherung der Leute, ganz einfach. Also bei GNS ist das klar, dass das gemacht wird, ob das ein Mass-Kombi ist oder ob das ein Dometic Ladegerät ist oder ein Victron Multiplus, das spielt dabei keine Rolle. Die sind alle entweder umprogrammierbar über eine Software oder die sind einstellbar am Gerät. Und das wird von uns natürlich erledigt. Nicht nur für Ladegeräte, sondern auch für Wechselrichter und für Anzeigen und keine Ahnung. Ja, es gibt natürlich viele Anzeigen, die eine Prozentzahl angeben. Das muss dann nachher auch wieder stimmen. Ich kann nicht 300 Ampere Stunden Gel ausbauen, 600 einbauen und sagen, oh ja, jetzt haben wir die gleiche Kapazität wie vorher. Das hat ganz, ja, also, bitte Leute, das ist alles inklusive, das wird erledigt, das ist klar. Und da müssen wir auch nicht extra drüber reden. Ja, in dem Sinne nochmal, würde ich sagen, guckt euch nochmal die ganzen Produkte an, wenn ihr da Fragen zu habt. Wenn ihr so ein System plant, ja, guckt euch alles an. Nicht irgendwelche schöne Werbungen und bunte Batterien und Sonnenschein und halbnackte Frauen und weiß ich, was das da alles gibt. Das ist natürlich alles schick anzusehen, aber vergleicht auch das Marketing, vergleicht die Spannungen,
Dauerentnahmestrom, ganz wichtig, da winken ja immer einige ab, das wäre völlig egal, ist natürlich Quatsch, das ist das nicht, weil der Dauerentnahmestrom selbstverständlich dafür zuständig ist, wann er sich abschaltet, ja, ist doch klar. So, wenn ich eine Zelle habe mit minderwertiger Qualität, die muss ich natürlich mit einer kleinen Dauerentnahme bestücken, sonst mache ich mir die ja auf Dauer kaputt, weil ich die ja ständig am Limit bewege. Das müssen wir mit dieser Forstor-Block-System-Einheit nicht, deswegen haben wir 200 Ampere, ich sage das immer wieder. Also, da wird viel diskutiert und die Tests, die ich gemacht habe, sind immer wieder auf das Gleiche rausgelaufen, dass das einfach ja, unumgänglich ist, dass man Lithiumsysteme in Wohnmobil einbaut, die auch vernünftig sind. Da gibt es jede Menge auf dem Markt. Das ist ja nicht nur so, dass wir jetzt sagen, ey Forster, nein, da gibt es jede Menge. Die sind aber auch wesentlich teurer. Ja, wenn ich jetzt das Victrum-Produkt nehme als 300 Ampere-Stunden-Version, ja, die kostet mehr als die 300 Ampere-Stunden-Version von Forster. Die kann aber auch 600 Ampere Entnahmestrom. Da hänge ich zwei Waschmaschinen gleichzeitig dran, an einer einzigen Batterie. Da ist der absolute Wahnsinn, was da technisch möglich ist. Lasst euch da informieren, fragt genau und rennt nicht zu irgendeinem Anbieter, weil er ein tolles Marketing macht. Ja, die Batterie hat mein Nachbar auch, der ist mir nicht so fein, aber ich möchte die auch haben. Also Leute, informiert euch da, lasst euch beraten, ja. Ich bin einer davon, der das gerne macht. Schreibt uns aufs Kontaktformular, dann bekommt er zeitnah eine Antwort. Ich weiß, dass viele von euch Lithium einplanen für dieses Jahr. Die Saison geht ja auch gerade erst los und da kannst du viel, viel falsch machen für viel Geld. Ja, das ist so und das bleibt so. In dem Sinne wünsche ich euch noch, bleibt gesund. Das ist ja in diesen Tagen immer wichtiger geworden. Ja, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt uns an, lasst euch beraten. Euer Guido von GNSTV.